Kann eine Weltreligion gänzlich ausgelöscht werden? Kann sie vom Erdboden verschwinden? In ihrem Buch Verzeichnis einiger Verluste erzählt Judith Schalansky vom Untergang des Manichäismus. Das war eine Religion, die im ersten Jahrtausend in Mesopotamien ihren Ursprung hatte. Von dort hat sie sich bis Spanien, Nordafrika, Klein- und Zentralasien und bis ins chinesische und indische Reich verbreitet. Ihr Begründer Mani war ein Visionär. Er sah sich in der Nachfolge von Zarathustra, Siddhartha und Jesus. Über den Untergang des Manichäismus gibt es kaum Quellen. Nahezu alle Schriften wurden vernichtet, die Anhänger verfolgt und getötet. Wir sind hier im Rhein-Sieg-Kreis in der Gedenkstätte Landjuden an der Sieg in Windeck-Großbach. Dieser Ort steht auch für den Verlust von Religion, nämlich der jüdischen. Träger der Gedenkstätte ist der Rhein-Sieg-Kreis. Zum Projekt gehört auch ein umfangreiches Veranstaltungsprogramm, an dem sich die Hochschul- und Kreisbibliothek Bonn-Rhein-Sieg mit Lesungen beteiligt. Damit soll die Erinnerung und das Wissen um das verheerendste Kapitel der deutschen Geschichte aufrechterhalten werden. Ja, die Juden hier in der Region, Familie Seligmann, die ist so ungefähr seit dem 19. Jahrhundert hier ansässig gewesen. Und dieses Haus war aber allerdings erst seit 1919 im Besitz der Familie Seligmann. Die hat vorher anderswo gewohnt. Es war eine, wie üblich damals, eine sehr große Familie mit sehr vielen Familienangehörigen. Der Herr Moses Seligmann, der hier eine sehr wichtige Rolle hatte, auch die Gründung der Synagoge hier, den Bau der Synagoge sehr befördert hat, der Leiter der Gemeinde hier in Rosbach gewesen war, der hatte das einem seiner Söhne gekauft, dem Max Seligmann, der auch Soldat im Ersten Weltkrieg gewesen war. Und der Max lebte dann mit seiner Familie, die hatten zusammen 7 Kinder, er und seine Frau Maria, hier in diesem Haus. Und das sehr integriert in dieser Dorfgemeinschaft, ganz normal Haus an Haus mit der christlichen Familien. Das war durchaus nicht so, dass die Vorstellung ist ja oft so, dass sie alle zusammenlebten, die Juden ghettoisiert. Das war nicht so, die waren hier sehr verteilt über Rosbach und das lief auch alles ganz gut. Die waren hier Altwarenhändler, also hat mit Schrott gehandelt, den verkauft, hat aber auch Zeitungen ausgetragen, also hat ein relativ bescheidenes Leben hier geführt. Und das ändert sich sehr schlagartig dann 1933, als die Nationalsozialisten die Macht übernehmen, an die Macht kommen und sehr schnell antijüdische Gesetze und Verordnungen erlassen werden. Und diese Gesetze greifen auch hier, dass die Familie ausgegrenzt wird. Und dann kommen eben nach und nach Dinge dazu, wie dass die Kinder nicht mehr in die Schule gehen dürfen, die normale Volksschule. Wir haben einerseits Max und Maria mit ihren Kindern. Max und Maria wurden nicht von Anfang an systematisch verfolgt, weil Maria Katholikin gewesen war und mit ihrer Heirat zum Judentum übergetreten ist. Das hat sie erst mal noch eine Weile verschont. Die anderen Kinder im Erwachsenenalter haben alle geheiratet, haben auch Kinder bekommen, sind bis auf ein Teil der Familie alle der Shoah zum Opfer gefallen, ermordet worden, verfolgt, ermordet. Wir haben Hilde und Alfred Seligmann. Alfred war ein Sohn von Max und Maria. Die emigrierten nach Argentinien. Die Hilde ist für uns unheimlich wichtig, weil sie diejenige war, die in den 80er Jahren den Kontakt zum Kreisarchiv aufgenommen hat. Damals gab es eine große Ausstellung zum Judentum im Kreisgebiet und dadurch entstand überhaupt der Kontakt. Und sie hat damals Fotos geliefert, Gegenstände aus Familienbesitz, Kultgegenstände und so weiter. Und das war so der Anfangspunkt, dass sich sowas wie hier, wie diese Einrichtung, dieses Museum, dieser Gedenkort entwickeln konnte. Ja, die Gedenkstätte wird schon länger saniert und im Zuge dieser Sanierungsarbeiten wurde dann entschieden, dass man auch eine neue Dauerausstellung einrichtet. Aber wir haben dann ganz starken Fokus auf die jungen Leute gelegt, auf Schülerinnen und Schüler, auf Konfirmandengruppen, all diese Jugendlichen, weil wir denken, dass das die wichtigste Gruppe ist, auch bei allen Themen, die uns hier sehr intensiv beschäftigen, wie Antisemitismus, Ausgrenzung. Es geht nicht nur um die 12 Jahre der Verfolgung, sondern es geht generell um jüdisches Leben. Wir hatten uns vorhin unterhalten gehabt über Landjudentum. Das war die ganz normale Lebensform der jüdischen Menschen hier in der Region, in Siegburg, überall. So auch hier und auch das wollen wir darstellen, wie normal es war, dass man Haus an Haus mit unterschiedlichen Religionen hier leben konnte.
Wir sind ein Objekt, ein Hochsicherheitsobjekt. Bei uns fährt fast 10-mal am Tag die Polizei vorbei und schaut nach dem Rechten. Also selbst hier auf dem Lande ist man sehr, sehr vorsichtig. Und es sind natürlich die kleinen Sachen, die man auch so manchmal im Gespräch mit Leuten, so kleine Bemerkungen, wo man schon sagen kann, das ist nicht sehr reflektiert. Wenn dann Leute sagen, ja, jetzt ist doch mal endlich wieder gut mit dieser ganzen Geschichte, jetzt hat man jetzt oft genug gehört. Also das ist nicht eigentlich Antisemitismus, aber auch da, denke ich, fängt es schon so ganz klein an und man muss dazu Stellung beziehen. Ich erlebe diese Vergänglichkeit gar nicht so stark, aber das ist jetzt berufsbedingt, weil ich ja Archivarin bin. Und ich arbeite natürlich daran, dass die vergangene Zeit nicht vergänglich ist, sondern dass wir da möglichst viel bewahren und die Vergangenheit der Zukunft überliefern können. Wenn man sich mit der Vergangenheit beschäftigt, weiß man ja, jetzt bezogen auf das Thema Judentum, hier sehr gut, wo waren jüdische Einrichtungen. Hier gab es wenig weit weiter oben ein schönes kleines Bethaus. Wir hatten hier viele jüdische Wohnhäuser und Kulturen. Und diese Dinge, die sind definitiv weg. Und es erfüllt einen dann auch schon ein bisschen mit Trauer, weil man weiß, dass es nicht mehr kommen wird. Da können wir nichts dran ändern. Diese Vergänglichkeit ist, wie gesagt, man kann die Erzählung wachhalten, man kann die Archivalien archivieren und das der Vergangenheit überliefern. Aber beim Verlust weiß ich ganz genau, das war's, da kannst du nichts mehr machen, das ist weg. Also wir werden nie wieder diese Synagoge hier zu Gesicht bekommen. Und es erfüllt einen auch so ein bisschen mit Trauer, wenn man denkt, zu was sind Menschen eigentlich fähig, Dinge völlig auszuradieren. Jetzt erstmal auf das Jubiläum ein. Klar, wir haben selber auch ein Sonderprojekt entwickelt, was von der Jubiläumsgesellschaft unterstützt wird, dass wir ehemals jüdische Orte im Rhein-Sieg-Kreis anhand von QR-Codes sprechen lassen wollen, dass das sichtbar gemacht wird, weil es ist ja praktisch fast nichts mehr zu sehen, aber es gibt unheimlich viel zu erzählen und man weiß sehr viel. Und da gibt es also in diesem Jahr sehr, sehr viele Anfragen von ganz vielen Seiten, weil viele Kommunen auch auf einmal Interesse an ihrer jüdischen Geschichte haben. Und da würde ich uns schon als Kompetenzzentrum, als Kreis bezeichnen. Natürlich wäre es schön, wenn wir jetzt schon geöffnet hätten und den Leuten dann auch die jüdische Geschichte hier aus der Region anhand unserer Ausstellung näher bringen könnten. Aber das Jubiläum ist eines, denke ich, dass man das jetzt so ins Bewusstsein ruft mit dem Jubiläum. Das ist gut, weil das heißt vielleicht auch nachhaltig und die Leute bleiben an dem Thema dran. Und das, denke ich, ist wichtig, auch gerade in unserer heutigen Situation. Man muss ja nicht sagen, was alles passiert. Wir haben Antisemitismus, wir haben Rechtsradikale, auch hier in der Region, das darf man nicht vergessen. Und ich hoffe immer, dass wir so ein kleines bisschen mit unserer Arbeit den einen oder anderen vielleicht auch aufrütteln können und zum Nachdenken bringen können.